Junge! Ich hab wahrscheinlich mehr drauf als du. Mir scheißegal! Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wisst ihr, was ich hasse? Was ich wirklich hasse? Es sind Menschen, die das Leben nicht achten. Es gibt auf unserem Planeten viele Menschen und auch viele Tiere, die verhungern, weil sie nicht genug zu essen finden oder nicht genug zu essen gibt. Und dann kommen Leute daher, die mich angreifen, die mich belästigen und werfen tatsächlich Wassermelonen auf mein Grundstück. Jeder Mensch, der über mich sagt, dass ich scheiße bin, dass das, was ich mache, scheiße ist, wer zu mir sagt, dass ich ein Arschloch bin, weil ich Leute anschreie, die vor meiner Haustür stehen, weil ich Leute angreife, die mich angegriffen haben, weil ich in irgendeiner Art und Weise versuche, andere Leute zu beschützen, indem ich alles auf mich lenke. Menschen, die sowas machen, brauchen über mich nicht zu urteilen. Denn ich bin jemand, ich achte das Leben. Arschlöcher, die über mich herziehen, die mich beleidigen, mich angreifen und das auf diese Art und Weise. Eier, ich hatte schon Tomaten, Wurst, Semmeln, Brote, all das, Burger. Leute, wenn ihr nicht in der Lage seid, diese Sachen vernünftig zu verhalten, dann soll euch von mir aus der Blitz treffen. Denn es ist immer noch geschickter, euch trifft der Blitz, als wenn ihr hergeht und so eine Scheiße hier macht. Es gibt auf dieser Welt genug Menschen und auch genug Tiere, die unter dieser Scheiße leiden. Und ihr kommt her und macht so einen Bullshit. Sowas widert mich an. Ganz im Ernst. Kurze Anmerkung übrigens hier am Rande noch. Ich reg mich nicht darüber auf, dass die Leute mich damit angegriffen haben, sondern dass die Leute die Lebensmittel verschwenden. Nur mal Sache einfach nur mit den Lebensmitteln. Das wollte ich nur mal kurz klarstellen an der Stelle hier. Ihr braucht euch nicht über mich lustig zu machen und ihr braucht nicht über mich herzuziehen, weil ihr angeblich so viel besser seid. In meinen Augen ist ein Mensch, der so eine Scheiße macht, alles andere als anständig, alles andere als mir überlegen. So ein Mensch ist meiner Meinung nach jemand, der eingesperrt gehört und der nie wieder rausgelassen wird, weil er einfach nicht versteht, was das Leben wirklich bedeutet. Ich meine, ganz im Ernst, ob es jetzt die Eier, ob es die Tomaten, ob es andere Sachen waren oder jetzt auch die Wassermelone, was übrigens auch schon das zweite oder dritte Mal ist, oder ob ihr nur Leute seid, die im Internet Leute haten, indem sie rumschreiben. Denn sobald ihr irgendwelche Art von Hate betreibt, gehört ihr zum Kollektiv und seid für mich nicht besser als der Abschaum, der so eine Scheiße betreibt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, euer eigenes Leben zu führen und stattdessen lieber hergeht und auf jemanden rumhackt, von dem ihr glaubt, dass ihr ihm überlegen seid, braucht ihr bei weitem nicht damit daherkommen. Kein Mensch, der sowas tut, ist einem Menschen wie mir überlegen. Denn ich achte das Leben, im Gegensatz zu euch offensichtlich. Ohne Scheiß, geht und lasst euch von dem Blitz treffen. Mist, Alter, verdammte Scheiße. Ohne, bei sowas geht mir so der Hut hoch, ihr... Was ist denn das für ein erbärmliches Verhalten? Wenn ihr das nicht anständig, verhalten könnt, dann lasst es bleiben. Sucht einen Psychologen auf, anstatt mir vorzuwerfen, dass ich einen Psychologen aufsuchen soll. Denn ich bin nicht derjenige, der hier die Scheiße baut. Ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die mich aufregen. Ich bin auch nicht derjenige, der bei euch vor der Haustür steht und Scheiße baut. Ich bin derjenige, der einfach was im Internet macht, was jeder von euch selber ein- und ausschalten kann. Und Herr Newstime, du... brauchst genauso wenig, diese ganze Sache zu pushen. Nur weil du mit Artikel 13 nichts mehr zu tun hast, brauchst du nicht schon wieder über mich herzuziehen. Du kommst nämlich nur damit daher, über mich herzuziehen, wenn du keine anderen Themen hast. Jetzt hattest du Artikel 13, zwischendurch war es mal Unge und Gronkh, dann war es mal nur Unge, dann war es mal was anderes. Du kommst nur daher, wenn du negative Presse hast, anstatt mal was Positives. Ich beschäftige mich viel mit Musik, ich beschäftige mich viel mit anderen Geschichten, viele positive Sachen, die ich mache. Aber die tust du nicht hervorheben. Im Gegenteil, du haust lieber nochmal fett nach. Brauchst du dich nicht aufregen drüber, du...
Ohne Scheiß. Du bist kein Deut besser als die Typen, die solche Sachen vor meine Haustür schmeißen. Und das gilt für jeden, der hier rumhatet. Egal, ob es ein kleiner YouTuber ist, ob es ein User ist, der nur zuschaut, oder ob es irgendein anderer, der 100.000, Milliardentausend oder was ich alles hat. Und wer mich schlecht macht und dann so eine Aktion bringt, was ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe, dass ich Lebensmittel auf diese Art und Weise verschwende, der braucht über mich nicht herziehen, Alter. Ganz ehrlich, ich bin euch 100.000 Jahre überlegen, wenn ihr euch so aufführt. Tschüss. Ich hab wahrscheinlich viel mehr drauf als du.